Da wollte ich doch nur mal kurz erzählt haben, dass ich, okay, im Titel wird es schon stehen, 11 Jahre lang keine Zähne geputzt habe. Ich bin jetzt 26, das heißt, mit circa 15 oder 16 habe ich damit aufgehört und die Erklärung dazu ist, also mir war das als Kind schon klar, also schon beim ersten Mal, wo es dann hieß, Zähne putzen, war mir klar, dass das unnatürlich ist, dass es unnötig ist und ich habe nicht verstanden, wie Leute daran glauben können und beziehungsweise ich habe es intuitiv verstanden, dass das halt alle so zu Gehirn gewaschen sind und daran glauben, weil es jeder tut. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass es Zähne auch kaputt gehen, wenn Leute die Zähne regelmäßig putzen, dass es halt nicht so ein wirklicher Faktor ist und sogar ein Faktor darstellen kann, dass man seine Gesundheit allgemein, nicht nur die Zähne, sogar schädigen kann. Ich zeige jetzt erstmal meine Zähne, so ein bisschen, so wie es geht. Auch wenn es jetzt nicht so vom Licht her so ist, ich weiß auch nicht. Also das hinten rechts, das ist einfach eine Verfärbung, hat der Zahnarzt gesagt, das ist nichts Schlimmes. Das ist der Weisheitszahn, der eigentlich immer noch rauskommt. Könnte noch weißer sein. Das war auch, ja, manchmal, wenn ich also noch stärker entgifte und mich rein ernähre, dann wird das automatisch wieder weißer noch, das habe ich gemerkt. Und Belag habe ich mit der Rohkost zum Beispiel nie, Zahnbelag. Also wenn ich vegane Rohkost esse. Und sobald ich koche, habe ich dann sofort wieder Zahnbelag. Und wenn ich das tue, was ich halt auch ab und zu tue, dann entferne ich den einfach ganz vorsichtig. Mit einer Nagelfeile oder mit Fingernägeln. Keine Ahnung, ob ich das mit der Nagelfeile empfehlen kann, ob sich Leute da irgendwie verletzen. Also bei mir funktioniert es halt. Ja, also für mich, also ich denke auch, dass man sich teilweise die Schutzschicht wegputzt mit einer Zahnbürste, also dass es so einen natürlichen Schutzfilm gibt. Also zumindest meine Vermutung und fühlt sich so an. Also es fühlt sich halt nach dem Putzen, auch wenn ich keinen Belag für habe, ganz anders an. Also es fühlt sich so, also wenn ich es nicht geputzt habe, fühlt es sich so ein bisschen rutschig, sage ich mal, an. Und ja, das ist vielleicht auch der Speichel einfach, der sich halt da drum legt und dann halt wirklich eine natürliche Blockade bilden kann gegen fremde Stoffe, die da nicht hin sollten. Bakterien. Und nach dem Zähneputzen fühlt sich das immer eher wie so Stein an, so ein bisschen rauer und nicht so. Also man kann, wenn man jetzt mit dem Finger so dran geht, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, genau. Aber ich habe es ja eigentlich schon angedeutet. Und ja, so, also, und wenn man halt trotzdem noch irgendwie halt so Angst davor hat oder. Ich kann halt auch nicht genau sagen, ob das wirklich bei anderen Leuten was bringt. Ich wusste halt nur für mich, dass ich es unnatürlich finde, dass ich es unnötig finde, dass ich es Quatsch finde. Und dass ich war zum Beispiel vor 3 Jahren beim Zahnarzt und da hatte ich dann halt schon 8 Jahre lang keine Zähne geputzt und gesagt, perfekte Zähne, ich habe noch nie so gute Zähne gesehen. Aber für mich funktioniert es halt. Aber ich kann halt für andere keine Empfehlung geben, ich habe einfach keine Ahnung. Wie das bei anderen ist. Ich folge einfach meiner Intuition und fertig. Ich kann halt so ein bisschen Erklärung geben, aber halt keine allgemeinen Weisungen. Und es kann halt auch zum Beispiel genauso gut sein, dass wenn man den ganzen Tag Früchte isst und noch sehr viel Gifte in sich hat, dass dann der Mundraum nicht genug mineralisiert wird und dadurch wird der Zahnstein halt durch die Säuren, also einmal durch die Entgiftung, aber auch durch das Obst und auch nochmal durch die beschleunigte Entgiftung, die durch das Obst und durch Zucker herrscht, dass die Zähne dadurch dann halt angegriffen werden, weil keine Mineralstoffe zur Verfügung gestellt werden können, um das Ganze basisch im Mund zu halten. Und zusätzlich ist es so, dass der Mund, also der Speichel, 4 Stunden braucht mindestens, um zu remineralisieren. Deswegen sollte man immer 4 Stunden zwischen den Mahlzeiten an Zeit lassen. Das wäre so optimal.
damit der Zahn nicht angegriffen wird. Und halt, dass das Milieu des Körpers einfach allgemein basisch halten. Dann ist der Mundraum immer gut mineralisiert und hat eine Schutzschicht. Dann würde ich halt keine konventionelle Zahnpasta empfehlen, zumindest. Und in erster Linie halt versuchen, auf Rohkost umzustellen. Aber selbst wenn ich, also ich habe jetzt zum Beispiel das ganze Jahr fast eigentlich jeden Tag gekocht gehabt und selbst habe ich die Zähne nicht geputzt. Ich habe dann halt nur den Belag abgekratzt. Mir ist gerade was spontan eingefallen, auch deswegen habe ich jetzt irgendwie so ein komisches Geräusch gemacht, keine Ahnung. Also wenn ich halt jetzt sage, dass ich halt jetzt jeden Tag das Jahr auch gekocht habe, dann kann man das wieder nicht auf andere schließen. Also ich habe ja schon einen richtig langen Reinigungsweg hinter mir, auch eine geistige Entwicklung, also einen richtig krassen Fokus schon seit Jahren auf die geistige Entwicklung und damit kann man ja auch viel kompensieren und transformieren. Und deswegen kann ich da jetzt einfach nicht auf andere schließen. Ich kann halt, wie gesagt, nur ein paar Informationen rausgeben und sagen, wie es ist. Und so ist es. Und ja, genau. Wenn man halt trotzdem noch Zähne putzen möchte, würde ich halt, ja, ich kann es einfach nicht empfehlen, damit so einer Bürste, einfach nur, dass das Wort Bürste schon so richtig weggebürstet wird. Also ich kann es eigentlich, ich kann es eigentlich nicht empfehlen, muss ich sagen. Also ich würde einfach den Belag entfernen, vorsichtig, und den Mund vielleicht ausspülen. Was man dazu verwenden kann, weiß ich nicht, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ich mache es mir halt gerne einfach, indem ich meiner Intuition folge. So mache ich es eigentlich mit allen Dingen. Ja, also kann ich jetzt auch nicht sagen, irgendwie Kokosöl, Zahnpasta oder Schlimmkreide und Holzzahnbürste mit schonenden Borsten und sowas. Kann man vielleicht machen, also wenn man diese schonenden Borsten, also eine Zahnbürste mit schonenden Borsten holt. Aber generell ist das in meiner Empfehlung nicht drin. Aber wie gesagt, ist für jeden halt anders. Ich kann keine generelle Empfehlung aussprechen, wirklich. Aber ich möchte und möchte dann aber halt auch genauso nicht empfehlen, doch irgendwie die Zähne zu putzen. Also ihr müsst das irgendwie selber halt entscheiden. Ich gebe einfach nur Infos. Ja, ein bisschen verwirrt halt wie immer bei mir, aber bis dann, ciao.